Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 2018. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben, und eure Zeit mit mir gemeinsam teilt für dieses Spiel, für diese Folgen auf dem Kanal. Freue ich mich. Ja, wir haben im Moment noch eine Mission offen, und zwar müssen wir, um einen Schritt weiterzukommen, noch die Forschung durchlaufen lassen, und das wäre die industrielle Verwaltung von Viehfarmen. Die dauert jetzt nur noch 14 Tage, weil ich habe einfach die Zeit wieder einige Tage laufen lassen, um euch oder mir oder uns allen einfach ein kleines bisschen Zeit zu sparen und zu schenken. Diese Forschung benötigen wir, um den letzten Schritt für diese Mission, für diese Kapitelmission hier durchzuführen, nämlich einen großen Kuhstall zu errichten. Den können wir allerdings erst bauen, wenn die Forschung durch ist. Da freue ich mich schon drauf. Und das sollte dann auch nicht mehr lange dauern. Eigentlich nur ein Wimpernschlag, denn die Gebäudeerrichtung, die geht ja wirklich ganz ratzfatz von der Hand. Das können wir ganz bequem hinsetzen, und dann dauert es eigentlich nicht sehr lange, bis diese Häuser oder diese Bauten dann errichtet sind. Vielleicht bei so einem großen Kuhstall noch mal ein kleines bisschen länger. Das haben wir ja auch bei der Einrichtung hier vom Kühlhaus gesehen. Aber ich denke, alles in allem sollten wir damit relativ schnell durch sein. Und ich habe jetzt gerade noch mal die Felder so ein bisschen kontrolliert. Hier musste noch mal ein bisschen bewässert werden. Geregnet hat es zwar, aber trotzdem haben die Felder schon wieder sehr an Feuchtigkeit verloren. Ein Thema, das im Moment im Forum vom Farm Manager 2018 immer mehr Bedeutung erlangt, wenn man sich die Foren ansieht und durchliest, immer wieder regelmäßig mal reinschaut, dann sieht man, dass viele Spieler inzwischen, ich sag mal salopp, müde geworden sind, ihre Felder zu bewässern. Immerhin sagt man, ihr habt ja, liebe Entwickler, uns auch schon ein Bewässerungssystem für die Gewächshäuser ermöglicht. Für 10.000 Euro pro Gewächshaus können wir uns ein Bewässerungssystem kaufen. Warum ermöglicht ihr uns nicht eine Chance, unsere Felder auf ähnliche Weise auch zu bewässern, dass wir das nicht immer manuell machen müssen? Interessant für all diejenigen vielleicht von euch, die mehr als 6, 7 Felder haben und einfach darauf verzichten möchten, das jedes Mal manuell zu machen. Dass man sagt, ein Vorschlag war zum Beispiel, dass man sagt, ein Sprinklersystem für 20.000 Euro, also deutlich höherem Preis als fürs Gewächshaus, zu installieren, ermöglicht eine gewisse Arbeitserleichterung. Aber ob das die Entwickler machen, das lasse ich jetzt mal eher im Raum stehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wünschenswert wäre jedenfalls die Tatsache, dass die Entwickler nochmal darüber nachdenken, vielleicht den Regen etwas qualitativer und sinnvoller umzusetzen, denn nach wie vor ist es so, dass wenn es regnet, die Felder nicht gleichmäßig vom Wasser profitieren, sondern nacheinander das Regenwasser auf die Felder verteilt wird, und das ist eigentlich relativ unlogisch und wenig sinnvoll. Auch hier müsste also deutlich verbessert werden, wenn man dieses System mit dem Regen vielleicht noch ein kleines bisschen realistischer gestalten könnte, vielleicht auch etwas intensiver, könnte man sich auf anderer Seite oder an anderer Stelle vielleicht die Arbeitsintensität durch manuelle Bewässerung ein bisschen sparen, und vielleicht wären dann auch die Stimmen nicht so laut für ein Bewässerungssystem auf den Feldern. Aber gut, ich werde das mal weiter begleiten und einfach mal gucken, was die Entwickler daraus machen aus diesem Vorschlag. Im Moment geht es eigentlich erstmal darum, dass wir auf ein neues Update oder einen neuen Patch warten, bei dem die Mechanik der Gerätschaften ein kleines bisschen besser angepasst werden soll, also dieses Ruckeln verschwinden soll, die Bewegungen der Maschinen etwas weicher stattfinden sollen, aber das ist bisher noch nicht erschienen, da warten wir noch drauf. So, wie sieht's aus? 10 Tage noch für unseren Kürbis bewässert ist. Dann müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall Buchweizen und Raps nochmal bewässern, Dauer 7 Tage, da warten wir vielleicht mal noch 2, 3 Tage ab. Kartoffel sieht gut aus, 46 Tage, Apfel und Birne wachsen noch munter vor sich hin. Himbeerfeld muss auch bald wieder in die Ernte, in 22 Tagen ist es soweit. Das hat sich ja jetzt schon bezahlt gemacht, dieses größere Feld. Einmal waren wir ja schon in der Ernte und haben über 2 Tonnen Himbeeren erhalten, das ist natürlich ganz großartig. Tja, aber im Moment können wir wirklich nicht so viel tun, wir müssen ein kleines bisschen abwarten, die Zeit einfach etwas laufen lassen. Was natürlich ein schöner Gedanke wäre, um nochmal ganz kurz auf das Bewässerungssystem zu kommen, wenn man das tatsächlich einführen würde
und das mit einem horrenden Preis versehen würde, dann hätten wir zum Beispiel auch wieder einmal mehr die Möglichkeit, Geld im Spiel auszugeben. Denn das, was wir im Moment erleben, ist ein kontinuierlich wachsender Geldbetrag, beziehungsweise die finanziellen Mittel auf unserer Farm sind, also die werden nicht mehr ausgeschöpft. Wir müssen uns finanziell überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Das wird sich weiter steigern. Wenn man jetzt allerdings noch sowas einführen würde, wie das wirklich überteuerte Bewässerungssystem, hätten wir hier die Möglichkeit, nochmal ein kleines bisschen Geld auszugeben. Das wäre vielleicht auch eine nette Idee. Aber gut. Gut, wir schauen mal hier nochmal auf die Felder. Jetzt müssen wir nämlich so langsam aber sicher aufpassen. Raps und Buchweizen 4 Tage, 6 Tage. Wie sieht es hier aus? Auf den kleinen Feldern haben wir ein bisschen mehr Zeit. Die haben wir ja ein kleines bisschen später ausgesät. Ja, wir können noch ein bisschen warten. Einen Moment. Gönnen wir uns noch. So, und dann würde ich sagen, jetzt schicken wir die Maschinen los. Wenn ein kleines bisschen, naja, wenn der Boden ein kleines bisschen ausgedörrter ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Und ich sehe gerade den Anhänger mit Wasser 2, den müssen wir bei Gelegenheit auch mal in die Wartung geben. Der hat so ein kleines bisschen schon an Farbe verloren. So, dann gebt mal Gas, ihr 2, dass das hier nochmal schön durchbewässert ist. Dann steht das auch schön lange. Und unsere Bienchen können sich freuen. Naja, die sehen auch teilweise gar nicht mehr so sauber aus. Ja, hier sehen wir auch herrlich diesen Arbeitsschritt, der im Moment durchgeführt wird, also die Bewässerung. Nach wie vor fehlt mir hier eine Zusatzanzeige, dass wir auch ablesen können, wie viel Wasser noch auf den Feldern ist. Das würde uns auch noch mal ein kleines bisschen mehr Klickerei ersparen. So. 3 Tage, 1 Tag. Also, das war schon genau richtig abgepasst. Jetzt gucken wir nochmal auf die kleinen Felder. 7 Tage, 12 Tage. Okay, also alles im grünen Bereich. Leute, mir ist ein Malheur passiert. Das muss ich euch erzählen. Ich bin heilfroh, dass ich dieses Spiel noch weiterspielen kann und dass noch nicht die Playlist in die Moddenkiste wandern muss und ich vielleicht ein Video machen und aufnehmen muss und sagen muss, tut mir leid, Leute, aber das war's jetzt mit Farm Manager 2018, denn ich habe gestern ins Forum nochmal geschaut von Farmers Dynasty. Man beschäftigt sich ja damit, was ist mit den Spielen geworden, die man begleitet hat oder begleitet. Immerhin sind zu Farmers Dynasty fast 80 Folgen, 79 meine ich waren es, die ich für dieses Spiel gemacht habe. Und da habe ich also nochmal reingesehen und wollte gucken, was jetzt nach vielen, vielen Wochen der Stille von den Entwicklern uns mitgeteilt wird, was nun in diesem Spiel weiter passieren soll oder wird oder kann, und musste mit Entsetzen einen Beitrag der Entwickler lesen, dass man der Meinung ist, der Content wäre completed, also es gibt keinen neuen Content für Farmers Dynasty, und das hat mich so entrüstet und so eigentlich auch ein bisschen ärgerlich gemacht, dass ich die Playlist von Farmers Dynasty inzwischen geschlossen habe und mich kurzerhand dazu entschlossen habe, das Spiel auch aus meiner Steam-Bibliothek zu entfernen, also zu deinstallieren, und habe aus Versehen, jetzt kommt das Malheur, und habe aus Versehen Farm Manager 2018 deinstalliert. So kann es manchmal gehen, wenn man im Übereifer ist. Und hatte natürlich die größte Sorge, dass damit verbunden auch unsere Safe Games verschwunden sind, die aktuellen Spielstände, denn von vorne hätte ich diese Kampagnenmission jetzt nicht nochmal angegangen, aber wir hatten Glück, Gott sei Dank, sind die Safe Games noch abgespeichert gewesen, sodass wir hier an Ort und Stelle weitermachen können. Puh, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber sowas muss wahrscheinlich zwischendurch auch mal wieder passieren, damit es nicht zu reibungslos abläuft. So, die 2 Gewächshäuser nehmen wir mal noch mit in die Ernte. Buchweizen und Raps lassen wir jetzt natürlich stehen. Diese Erntesymbole werden uns da oben natürlich erhalten bleiben. Solange jedenfalls, bis wir vielleicht im Herbst angekommen sind und die Bienchen eben nicht mehr auf diese Felder zurückgreifen müssen, um den Honig zu produzieren. Jetzt schauen wir nochmal auf die kleinen Felder. 11 Tage, 6 Tage. Also da dürfen wir auch den Sprung nicht vergessen, was die Bewässerung angeht. Ja, hier sehen wir auch schon, ich denke, der Stand ist hier in Ordnung.
Buchweizen verbraucht ja noch ein bisschen Wasser jetzt. Und dann sollten wir eigentlich davon ausgehen können, dass mit dem nächsten Regen hier nichts anbrennen wird. Und genug Feuchtigkeit im Boden enthalten ist. So, dann machen wir mal das kleine Feld jetzt noch in der Bewässerung. Dauert das ja ein kleines bisschen länger, denn per Hand braucht man ja doch ein kleines bisschen länger Zeit. Geben dieses Feld auch schon mal mit in die Bewässerung. Und jetzt haben wir 4 Gewächshäuser inklusive des Kürbisfeldes. Und damit werden wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Kürbisfeld, das gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Denn da wollten wir mal überprüfen, wie schön der Kürbis gewachsen ist. Auch wenn er nicht so viel wert ist. Immerhin haben wir es mal getestet. Und bevor wir das tun, geben wir hier noch die Bewässerung in Auftrag. 8 Tage Zeit. Das ist also genug. Ich will das immer nach wie vor von Maschinen durchführen lassen. Ach nee, wir lassen mal unsere 2 Fahrer hier drin. Lassen die Zeit noch ein bisschen laufen. So, jetzt gucken wir uns dieses Kürbisfeld nochmal an. Ach ja, jetzt sehen wir auch, wie groß der Kürbis hier gewachsen ist. Das sind ja Monsterdinger. Ich hoffe, die sind nicht vorbehandelt. Chemisch, dass die besonders groß werden. Oder irgendwelche Genmanipulationen. Das wollen wir auf unserem Hof natürlich nicht. Diese Schneise ist tatsächlich erhalten geblieben, warum auch immer. Da steht kein Kürbis. Gucken wir mal, was wir herausbekommen. Und ob wir noch jemanden haben, der Maschinen fahren kann? Jawohl, denn wir brauchen einen Fahrer mit Kastenanhänger. Jawohl, und genug Angestellte haben wir auch, um diese Arbeiten durchzuführen. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert und ob man vielleicht die Kürbisse auch so auf den Anhänger schmeißt. Das sehen wir uns gleich mal an. Wir haben 2 Mitarbeiter noch frei, das heißt, die Gewächshäuser müssen jetzt für den Moment mal warten. 1 hätten wir ja noch, um hier die Tomate rauszuholen. Dafür brauchen wir aber erstmal ein paar Angestellte. Und die Forschung ist durch. Schulung über die industrielle Verwaltung von Viehfarmen ist erledigt. Das ist natürlich großartig, denn jetzt können wir eigentlich parallel zu dieser Ernte hier schon mal den Kuhstall setzen und schauen uns mal an. Ich würde den ja ganz gerne hier oben platzieren. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Gucken wir doch mal, wie groß dieser Betrieb überhaupt wäre. So, da hätten wir jetzt diesen großen Stall. 140.000 Euro kostet uns das Ganze, erlaubt die Zucht von Kühen. Und jetzt schauen wir mal, wie riesig das Ding ist. Naja, also das ist schon ein ganz schöner Oschi. Gut, also der passt hier oben eigentlich wunderbar hin, dieser Stall. Was auch nicht schlecht wäre, wäre vielleicht diese Position, dann wäre die Nähe hier zu dieser Unterkunft gewährleistet. Allerdings sehen wir auch schon, hier ist gar kein Platz für weitere Mitarbeiter. Das heißt, wir müssten hier ein weiteres Mitarbeitergebäude errichten. Ne, wir machen das anders, liebe Leute. Wir ziehen den Straßenzug der doppelspurigen Straße hier mal nach oben weiter. Machen wir gleich nochmal. So, dann kann auf die Seite des Silos kann noch ein weiteres Mitarbeitergebäude und dann setzen wir gleich den Kuhstall. Aber bevor wir das vergessen, wir wollten bei der Kürbisernte wenigstens mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Ja, auch die werden auf den Anhänger geschmissen und katapultiert. So groß wie die Kürbisse sind, so meint man, dass sie gar nicht in die Körbchen passen. Das wäre natürlich jetzt wahnsinnig witzig gewesen, wenn sie die Körbchen nicht in der Hand hätten und anstelle dessen die Kürbis abschneiden und mit so einem riesen Kürbis hier übers Feld zum Anhänger laufen würden. Okay, aber dann haben wir es zumindest mal gesehen und hier wird sicherlich eine ganze Menge Ertrag rauskommen, denn der Anhänger ist jetzt schon fast voll. Also der muss wahrscheinlich hier zwischendurch mal abfahren. Ja, also, da wird eine Menge rauskommen. Gut, zurück zum Kuhstall. Wir schauen uns jetzt mal an, wo der Eingang in etwa liegt, dass wir den noch ein kleines bisschen zurücksetzen können. Aha, aha, ja. In Höhe des Baumes links müssen wir noch ein kleines bisschen Straße dazusetzen. So, vielleicht reicht das schon. Wir schauen mal. Ihr wisst ja, ich lasse da immer gerne noch ein kleines bisschen Platz. So passt es doch wunderbar. Dann können wir davor wieder ein paar Bäumchen setzen. Das passt eigentlich ganz gut. Und ich meine auch auf der Rückseite müssen wir ein kleines bisschen Straße noch ransetzen.
Denn auch hier befinden sich ja Ein- bzw. Ausgänge. Da setzen wir auch noch eine Spur dazu. So, ziehen wir das noch ein bisschen nach unten. Und hier können wir noch einen doppelspurigen Weg dazu nehmen. Okay. Das ziehen wir natürlich auch noch mit nach oben. Und dann darf es einspurig werden. So, so passt es doch ganz wunderbar. Was für eine Riesenanlage. Der Kuhstall ist jetzt nun nicht unbedingt das schönste Gebäude, wie ich finde. Die anderen Viehverwaltungsbetriebe gefallen mir besser. Schafsfarmen, Ziegenfarmen sehen doch ein kleines bisschen gemütlicher aus, wenn wir uns das hier mal ansehen. Aber okay, wir kommen ja nicht dran vorbei. Wir müssen das ja machen für die Mission. Oh, Pilze auf dem Feld. Auf dem Apfelfeld. Naja, dann kommt auch unsere Feldspritze mal wieder zum Einsatz. Pilzbefall. Und dann nehmen wir jetzt die Feldspritze für den Obstanbau. So, dann schauen wir mal, wie es mit der Bewässerung hier aussieht. Hier muss unbedingt gegossen werden. Wieder mal die Birne auf jeden Fall. Das können wir auch mit Maschinen machen. David Beethoven ist auch schon wieder bereit. Wir nehmen den Sprenkler. Das müssen wir dann auch hier für den Apfel noch machen, nachdem die Schädlinge bekämpft sind. Da können wir jetzt auch gleich nochmal zusehen, wie das mit dieser anderen Feldspritze aussieht. So, jetzt gucken wir auch nochmal hier auf die kleinen Felder. Ja, das sieht gut aus. Bewässerung hat sich hier auf jeden Fall auch nochmal gelohnt. So. Der Sprenkler ist schon da. So, und da ist jetzt auch die Spritze, die Giftspritze für die Obstgärten. Boah, was da in die Luft geblasen wird. An Pestiziden. Ich will nicht daneben stehen. Hast du eigentlich Arbeitsschutz? Der hat nicht meine Maske auf hier. Eieieiei. Kann man nur hoffen, dass er immer Gegenwind hat. Also gut. Haben wir das auch nochmal gesehen. Kuhstall wird errichtet und wir müssen 1, 2, 3, 4 Felder für die Ernte. Das sind unsere Raps- und Buchweizenfelder. Dann können wir hier beim Kuhstall schon mal ein paar Bäumchen hinsetzen. Und was wir unbedingt brauchen, liebe Leute, das darf ich nicht vergessen, ein Mitarbeitergebäude, denn wir brauchen ja neue Angestellte, die sich um diesen Betrieb hier kümmern können. Das setzen wir mal auch noch ein kleines bisschen zurück. So, Mitarbeitergebäude. Da darfst du hin. So, und jetzt können wir uns das hier wieder so ein kleines bisschen gestalten. Ein paar Bäumchen kommen natürlich wie in jeder Folge hier auch noch mit dazu. Diesmal gehen wir wieder so in den Laubmischwaldbereich rein. So, sieht doch das ganz herrlich aus. Wichtig ist, dass wir die Bäume nicht zu nah an den Straßen selbst heransetzen, dass die Fahrzeuge nicht möglicherweise hängen bleiben. Das ist ja nach wie vor ein noch ungelöstes Problem. So, hier lassen wir mal noch ein kleines bisschen Platz dazwischen. Die Bäume müssen ja nun nicht so dicht an dicht platziert sein. So gefällt mir das ganz gut. Das sollte schick werden. So, wir haben bestimmt schon wieder ein Gewächshaus. Gucken wir mal. Oh, zwei Gewächshäuser. Gut, aber wir haben auch wieder 11 Angestellte. Da könnt ihr wirklich sehr gerne losflitzen. Die Tomaten müssen auch unbedingt runter. Und das müsste offensichtlich, müsste das hier schon der zweite Anhänger sein, der hier gefüllt ist. So schnell wie der voll wird. Also ich denke, da kommt noch ganz schön was dazu. Und dann bin ich mal gespannt, was der Kürbis uns im Verkauf bringt. Denn sehr wahrscheinlich werden wir hier im nächsten Jahr wieder auf die Erträge von Gurke setzen. Ich denke, das lohnt sich wirklich mehr als unser Kürbis. Schauen wir uns gleich mal an. So, hier wird erstmal wieder Sport getrieben. Die haben von Thorsten Denker auf jeden Fall einiges gelernt.
Hier haben sich ganze Sportgruppen zusammengefunden. Hopp und hopp. Okay. Die warten auf den Anhänger. Da ist er auch schon wieder. Ihr könnt gleich wieder eure Fracht abwerfen. So. Und dann bin ich mal auf das Endergebnis gespannt. Und so langsam aber sicher wird wahrscheinlich auch die Kartoffel soweit sein. Naja, noch 29 Tage. Und jawohl, es muss bewässert werden. Selbstverständlich. Anhänger mit Wasser. Los geht's. Wahrscheinlich dann auch hier bei dem Himbeerfeld. Oh ja, kurz vor knapp. Los geht's. Und unser Apfelfeld, das dürfen wir nicht vergessen. Das war ja nun erstmal gesperrt wegen Schädlingsbekämpfung. Auch hier müssen wir bewässern. Dafür können wir den Sprenkler allerdings wieder benutzen. So, jetzt sehen wir, die Errichtung des Kuhstalls dauert tatsächlich schon ein kleines bisschen länger. Ne? Ja. Es ist aber auch ein Riesengebäude. Ist auch schön, dass kleine Gebäude schneller fertig sind als große Gebäude. Im Grunde genommen können wir jetzt schon mal nach Angestellten suchen. Wahrscheinlich reichen zwei nicht aus. Also das denke ich doch mal. Wir haben hier schon zwei Betreuer drin im mittleren Kuhstall. Also gehe ich doch mal davon aus, dass hier mindestens drei Angestellte anfangen zu arbeiten. Auch hier wollen wir natürlich Angestellte. Wir müssen das mal leiser machen, sonst fliegen uns hier die Ohren weg. Wir wollen Angestellte mit Tierskill und Ausdauerskill. Das hat sich bis jetzt auch bezahlt gemacht. Ich denke, das macht Sinn. Im Moment wieder keine Angestellten zur Verfügung, die hier die passenden Skills haben. Aber das wird sicherlich... Jetzt müssen wir wieder ein bisschen suchen, ne? Ein kleines bisschen Zeit dafür opfern. Da wäre doch die erste. Andrea Offenbach, gerne. Ist auch angenehm vom Preis. So, du darfst, ja, wie heißt jetzt das neue? Angestellte 9, ne? Ja. Gebäude 9. Also 9 Unterkünfte haben wir auf jeden Fall schon. Das ist eine ganze Menge. Kostet uns ja jetzt aber auch nicht so die Welt. Da. Lea Schiller, du kleines Mäuschen. Du darfst natürlich auch noch in dieses Gebäude. Vielleicht noch eine dritte Arbeitskraft, denn davon ist ja offensichtlich auszugehen. Wenn das denn reicht. Und da hätten wir noch Rachel Schiller, also die Schwester. Na, fantastisch. Das wird hier wirklich ein Familienunternehmen. Lea Schiller und Rachel. Gut, dann kriegt ihr mal ein kleines bisschen Skill dazu. Damit ihr richtig durchstarten könnt. Oh. Prima. Wunderbar. So, die drei Angestellten haben wir schon mal. Der Kuhstall ist fast fertig. Was für ein Riesending. Und der Kürbis ist fast vom Feld. So, jetzt ist irgendwo schon wieder ein Erntesymbol aufgeploppt. Für was eigentlich? Ach, das Grasfeld. Ja, selbstverständlich. Und das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das Grasfeld muss auch noch gegossen werden. Gehen wir hier erstmal schon mal in die Ernte rein. Mähmaschine hängen wir an. Jawohl, Thorsten Denker darf das machen. Gerne. So. Und das war genau richtig, dass wir hier nochmal gegossen haben. Die Felder müssen wir jetzt auch nicht mehr berücksichtigen. Was Bewässerung angeht, ist das alles Dufte. Birne, Apfel sieht gut aus, Kartoffel sieht auch gut aus, auch hier nur noch 27 Tage. Das heißt, wir können hier diese Erdbeeren noch aus dem Gewächshaus rausnehmen und wahrscheinlich müssen wir, weil wir Tomaten auch schon wieder dazu bekommen haben, auch schon wieder 500 Kilo Tomaten gleich ins Kühlhaus verfrachten. So, aber jetzt gucken wir erstmal, der große Stall ist fertig, das ist natürlich ganz toll. Und damit haben wir diese Mission in dieser Folge abgeschlossen, Kapitel 6 Agrarbusiness. Du hast ein natürliches Talent für die Viehzucht. Sie geben so viel Milch, dass du an die Verarbeitung denken solltest. Baue eine große Molkerei und stelle Käse aus Kuhmilch her. Ah, das ist natürlich toll. Das heißt, wir können jetzt in die Weiterverarbeitung gehen. Das ist natürlich super. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist offensichtlich, dass wir vielleicht, aber wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, im Milchverarbeitungsbetrieb vielleicht nur Kuhmilch herstellen können.
Das wäre schade, denn wir produzieren ja auch noch Schafs- und Ziegenmilch. Vielleicht lässt sich auch noch Ziegenkäse herstellen, aber wir werden sehen, ob das funktioniert. Können wir denn das schon bauen? Milchverarbeitungsbetrieb, gucken wir mal. Gucken wir mal in die Verarbeitungsbetriebe und da haben wir, wo ist es denn? Da, Milchverarbeitungsbetrieb. Ja, aha, ah ja. Da hätten wir hier den kleinen für 43.000, 434.000. Das ist doch toll, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Geld ausgeben können. Und so wie es aussieht, für die Produkte, die hier angeboten werden, ist offensichtlich auch der Ziegenkäse dabei. Also super, dann setzen wir uns doch den... Oh, der ist ja riesig. Der ist ja auch so groß. Mein lieber Freund. Aber es ist vielleicht ganz praktisch. Wo setzen wir uns den hin? Tja. An dieser Stelle ist fast ein kleines bisschen Platz verschenkt, oder? Na gut, wir wollen auch noch große Ställe bauen. Ich glaube, wir nehmen uns wirklich den Platz hier oben mal und setzen diesen Betrieb hier oben hin. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob hier hinten auch noch Einfahrten sind. Nein, das ist ganz gut. Okay, das heißt, mit anderen Worten, wir ziehen uns etwas Straße. Ich bleibe bei meiner Theorie. Nach dem aktuellen Spiel und der Entwicklungsstand dieses Spieles, dass an solch großen Verarbeitungsbetrieben doppelspurige Straßen einfach besser sind für die reibungslose Gewährleistung eines Transportes. Denn ich habe es einmal erlebt, dass die Gerätschaften nicht mehr durchgekommen sind und das ersparen wir uns an dieser Stelle und hoffen, dass das genau richtig ist, was ich hier mache. Ansonsten finde ich, sieht es auch gar nicht so verkehrt aus. Und passt auch so ganz gut ins Bild. Prima. Gut, dann setzen wir den hier ran. Weitere Straßen müssen wir ja nicht hier ringsrum ziehen. Dann werden wir überprüfen, wie es im Moment mit den Erträgen beim Kürbis aussieht. Der ist nun runter. Dann müssen wir beim Grasfeld noch ein paar Sachen einstellen, denn hier muss das Gras in Ballen gepresst werden. Das stellen wir auch gleich noch ein. So, dann schauen wir nochmal, wie es hier mit der Bewässerung aussieht. Dufte, da müssen wir nichts tun. Gewächshaus muss noch gemacht werden. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Kürbis wir zusammenbekommen haben. Der steht im Moment ja noch nicht im Autohandel. Kürbis wollen wir verkaufen. Und das sind 30 Tonnen Kürbis. 30 Tonnen, die wir jetzt auf den Markt werfen können und bekommen 63.000 Euro. Also auch hier muss man wieder sagen, so viel weniger ist es gar nicht, wenn wir das mit Gurke vergleichen. Allerdings ist bei Gurke auch nicht ganz so viel Ertrag vom Feld gekommen. Also hier macht es wirklich die Masse aus beim Verkauf von Kürbis. Den bieten wir auch im Moment an. So, damit ist der Kürbis verschwunden. Wir sind um 68.000 Euro reicher. Wir gucken nochmal in die Statistik. Das sollte ja jetzt hier drin sein. 62.000 Euro sind es. Okay, passt. Gut, jetzt werden wir uns um diesen großen Kuhstall kümmern und schauen erstmal nach den Angestellten. Drei Angestellte müssen wir einsetzen. Jawohl, das können wir gerne tun. Und wir verzichten im Moment noch auf den Autoinseminator. Das würde uns bei diesem Stall hier 35.000 Euro kosten. Die sparen wir uns mal jetzt noch. Wir wählen erstmal unsere Angestellten aus. Da sind sie auch schon, Lea Schiller, Rachel Schiller und Andrea Offenbach. Wunderbar, hat also von der Anzahl genau gepasst. Und jetzt können wir anfangen, aus den kleinen Stellen ein paar Tiere umzusiedeln. Zum Beispiel drei, vielleicht vier. Vier Stück in den großen Stall. Wie viel Platz haben wir hier? 40. 40 Tiere passen da rein. Also fast ein bisschen zu viel, wie ich finde. Aber gut, kommen wir ja nicht dran vorbei. Verlagern vier Stück. Ups. Vier wollten wir. Vier. So. Und aus diesem mittleren Stall auch noch vier. Das sollte dann aber wirklich ausreichen. So, das heißt, wir haben jetzt 12 Tiere. Das ist erst einmal in Ordnung, um den Inseminator kommen zu lassen. Die Anzahl reicht jetzt erst einmal aus. Erlaubte Nahrung, Häcksel und so weiter, das sollten wir alles noch haben. Wir müssen nur gucken, dass dann auch immer genug hier in diesem Silo drin ist. Beim Raps, glaube ich,
Raps müssen wir nochmal überprüfen. Raps. Wo ist er? Ich bin bestimmt schon wieder dran vorbei. Ne, da ist er. Also Raps wird gar nicht verkauft. Das ist ganz gut. Steht nicht im Autohandel. Raps müssen wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr auf Lager bekommen. Wie viel haben wir denn? Schauen wir mal hier ins Silo. Oh, gar nichts. Also ist hier, es ist schon wirklich viel verbraucht worden von unseren Tieren. Das heißt, wir müssen etwas Raps einkaufen. Ja, wie stehen denn aktuell die Preise? Sag doch mal. Bei Raps. Ist im Keller. Ach, super. Schauen wir mal, was uns das kosten würde. Sagen wir mal 10 Tonnen. 10 Tonnen Raps kosten uns 7000 Euro. Das ist ja lächerlich. Das ist wirklich nichts. Naja, nehmen wir doch 15.000. Haben wir eine runde Summe. Wunderbar. Und unsere Tiere haben einmal mehr Raps zur Verfügung. Wir müssen dann natürlich wieder darauf achten, wo der Raps nun eingelagert wird, denn es wird sicherlich in einem Silo ankommen und dann müssen wir das wahrscheinlich nochmal organisatorisch etwas verteilen, aufteilen unter diesen großen Silos. Ja, ich denke, das macht Sinn. So, der einzige Nachteil, den wir hier an dieser Stelle haben, ist, dass zum Abtransportieren des Mists eine wirklich weite Strecke zu laufen ist. Wir müssen eigentlich rein von der Lagerkapazität keinen neuen Lagerplatz für Mist bauen, aber aus logistischen Gründen wäre ein Lagerplatz für Mist an dieser Stelle auf jeden Fall sinnig, damit unsere Angestellten einfach nicht so viel Wegstrecke haben, um den Mist hier aus diesen Stellen rauszunehmen. Deswegen werden wir uns einen weiteren Lagerplatz für Mist errichten. Lagerplatz für Mist kostet uns nochmal 10.000 Piepen. Och, herrlich, ist das nicht? Das wünscht sich doch jeder Angestellter. Das macht es doch aus. Frische Landluft für unsere Angestellten. Ja, selbstverständlich. Der Lagerplatz für Mist kommt direkt ans Mitarbeitergebäude. Die Armen, die tun mir fast ein bisschen leid, aber wir müssen es so machen, denn hier kommt die nächste Straße hin und möglicherweise auch wieder neuer Wohnraum, denn wir müssen mal gucken, wie das hier oben weitergeht mit den Betrieben. Wie viele Angestellte jetzt hier erstmal in der Verarbeitung notwendig sind, das werden wir gleich mal noch im Blickfeld behalten. Aber, ihr Lieben, für diese Folge soll es das tatsächlich erst einmal gewesen sein. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Man kommt aus dem Klicken, Nachdenken, Überlegen nicht raus, wie ihr sehen könnt. Wir werden zum Abschluss noch diese Gewächshäuser zur Ernte freigeben. Wir haben hier noch das Himbeerfeld. Auch das werden wir noch schnell in die Ernte stecken. Hier setzen wir unsere Angestellten natürlich zurück, die hier nur mit Maschinen fahren. Ja, okay, das soll aber reichen. Los geht's, bevor die Kartoffel soweit ist. Da haben wir noch 22 Tage Zeit. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge beginnen, auf Arbeitersuche, Mitarbeitersuche zu gehen, denn wir brauchen für die Verarbeitung dieses großen Milchbetriebes auf jeden Fall weitere Angestellte für die Verarbeitung. Und dann geht es eigentlich schon in die Produktion von Käse. Und danach, ja, was danach kommt, ich bin gespannt, ob dann die Schlachterei vielleicht auf uns zukommt. Wir werden es sehen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht, mit dabei zu sein, meinen Überlegungen und Gedanken wieder vielleicht folgen zu können. Und wünsche euch an dieser Stelle eine ganz fantastische Woche und sage einfach bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade, sagt der Lama.